Heute besuchen wir die Premiere von Alice and the Queen of Hearts Back to Wonderland. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Herzlich willkommen aus dem Disneyland Paris, aus den Walt Disney Studios. Wir stehen hier am Eingang vom Theater des Stars, dem alten Stunt-Theater. Ihr kennt es noch von damals, aber immer diese Stunt-Show. Und ich war ja jetzt jahrelang leer. Dann sollte ja irgendwann mal der Jungle Jive dort drin aufgeführt werden. Das war aber dann noch zur Zeit von Corona, wurde damals alles abgeblasen. Hat nicht funktioniert. Und dann im letzten Jahr wurde angekündigt, es kommt eine Alice im Wunderland-Show in dieses Theater. Da waren wir alle echt etwas skeptisch erstmal und haben gedacht, warum eine Alice im Wunderland-Show? Weil direkt hier nebendran ist der Avengers Campus. Was macht dann hier Alice im Wunderland, wenn doch dann drüben gerade Frozen gebaut wird? Ne? Aber, ja gut, ich bin bei Disneyland Paris Shows ja eigentlich gar nicht so skeptisch, weil alles, was hier mit Shows und sowas zu tun hat, ist ja eigentlich meistens immer schon eine Garantie für eine super Show. Aber bei Alice im Wunderland war ich schon so ein bisschen skeptisch. Gerade als dann so die ersten Artworks und sowas rauskamen und man gesehen hat, da sollen BMX-Räder und sowas drin vorkommen, da dachte ich mir, okay, Alice im Wunderland ist einer meiner Lieblings-Disney-Filme und ich kann mich nicht daran erinnern, dass BMX-Räder da drin vorgekommen sind. Aber gut, wir lassen uns heute Abend eines Besseren belehren. Wir sind eingeladen vom Disneyland Paris, vom Inside Ears Team. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir haben hier schon Bändchen anbekommen, dass wir jetzt um 17.35 Uhr die erste Show schauen dürfen. Und wir dürfen das Ganze sogar von den VIP-Plätzen aus sehen, was uns wirklich sehr, sehr freut. Also ist nochmal vielen, vielen Dank an Disneyland Paris für die Einladung. Und ich habe es ja auch schon in meinem anderen Vlog gesagt. Vielen Dank an euch, dass ihr das immer wieder möglich macht, dass ich zu so besonderen oder wir zu so besonderen Anlässen hier auftauchen dürfen. Denn Sven ist auch jetzt mit dabei, der ist auch eingeladen vom Disneyland Paris. Also wir dürfen heute zu zweit für euch dann hier hinkommen, um dann davon zu berichten, ob uns die Show gefallen hat. Ja, wir gehen gleich mal rein. Ich zeige euch dann zwischendurch so ein bisschen, wie das aussieht, Einlass und so und wie die Bühne aussieht. Dann zeige ich euch ein paar Szenen von der Show, also nicht die komplette Show, sondern ich möchte natürlich das Ganze auch auf mich wirken lassen. Es soll jetzt nicht ein komplettes Show-Video werden. Und dann reden wir nochmal darüber, wie es uns gefallen hat und fragen dann auch mal die anderen, die mit uns auch unterwegs sind, weil die haben dann mit ihren Jahreskarten auch noch Slots bekommen, um die Show zu gucken. Also ich bin sehr gespannt. Es wird sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, weil es sehr, sehr spannend wird und freue mich, jetzt hier zu sein und ja, viel Spaß bei diesem Video. So, es geht jetzt los für uns. Der Einlass hat begonnen. Das ist jetzt 20 vor 5, also noch etwas früh. Da oben sehen wir es schon auf Englisch. Ja, Alice und die Königin der Herzen, oder Herzkönigin, Königin der Herzen ist jemand anderes. Die Herzkönigin Back to Wonderland, so heißt das Ganze. Ich bin jetzt sehr gespannt und zeige euch dann gleich noch ein bisschen mehr, wie das aussieht. Also da hinten zieht im Moment ziehen schwarze Wolken auf. Das macht mir jetzt gerade so ein bisschen Nervosität, aber wir drücken jetzt einfach mal die Daumen, dass wir das noch aushalten. Ja, hier vorne gibt es jetzt auch noch eine Möglichkeit, Fotos zu machen, wie ihr sehen könnt. So eine kleine Graffiti-Fotowand mit Alice und der Queen of Hearts. Und da haben wir jetzt schon einen Einblick in das Stunt-Theater. Ja, der erste Blick hier ins Theater. Das sieht schon wirklich toll aus, wie ich finde. Aber wir müssen es jetzt setzen, weil die Show soll ja auch pünktlich starten. So, wir haben jetzt noch einen Blick hier auf das komplette Theater. Das sieht schon wirklich toll aus. Es sieht auch nicht irgendwie billig oder so aus, sondern sieht für mich richtig, richtig cool aus, wie ich finde. Ich bin echt jetzt sehr gespannt, was uns erwarten wird. So, es sind jetzt nur noch 5 Minuten, dann geht es los. Wir haben gerade mal gefragt, es passen ungefähr 2700 Leute hier in das Theater, was schon einiges an Kapazität ist. Und ja, die nächsten Szenen, die ihr jetzt seht, sind dann tatsächlich von Alice and the Queen of Hearts Back to Wonderland. Ja.
Thank you.
Ce n'est que
Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es war eine 10 von 10. Mehr möchte ich überhaupt gar nicht sagen. Es war einfach richtig toll. Für mich eine der besten Shows, die es Disneyland Paris je gemacht hat. Es ist so energiegeladen. Es ist so toll. Es hat mir wirklich gefallen. 10 von 10. Mehr kann ich gar nicht sagen. Mehr im nächsten Vlog, weil hier knubbelt sich jetzt. Und das Video möchte ich jetzt noch hochladen. Schaut einfach im nächsten Vlog vorbei, da gibt es noch mal mehr. Und dann frage ich auch die anderen noch mal, wie es denen gefallen hat. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Kommt hierher. Die Show geht am 25. Mai für alle los. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keines der nächsten Videos verpasst. Wir sehen uns wieder, auch ein bisschen in Paris. Bis dahin, wie immer. Bye, bye und back to Wonderland.